Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Seid ihr an mir interessiert? Ich will euch nichts vormachen. Ja, bin ich. Ich will ehrlich sein, ich auch. Dann soll es so sein. Ihr und ich. Ja, Leute, jetzt müssen wir... Was ist das denn? Ja, Leute. Dann gehen wir... Ich werde Harry, okay. Ja, Leute, ich habe mich geändert. Ich habe mich hier... In die Rüstung haben wir erstmal weggebracht. Ja, ich habe unser... Also, unser Haus haben wir... verbessert, also Schlafzimmer ist das da, ja, aber wir haben noch sehr viel vor. Holz brauchen wir und Eisen brauchen wir unbedingt, ey. Ja, ich habe auch sehr viel, wir haben noch sehr viel vor, so gesagt, ey. Ja, wir fangen jetzt an zu heiraten und Leute, ey, Vampir zu werden. So interessant, ey, Vampir ohne. Hey Leute, das ist auch so eine schwierige Entscheidung, gell? Vampir werden oder Vampirjäger? Leute. Ich guck mal nachher, was viele mal geschrieben haben, was besser ist. Weil ich weiß nicht, ob ein friedliches Himmelsland besser ist als ein schlimmes Himmelsland. Ja, wir haben hier auch noch was. Dass alles weg muss. Ja, ich weiß immer noch nicht, ob dieses Himmelsland, wo es schrecklich und dann keine Sonne existiert, das bessere ist oder eher was schlechteres ist. Weil dann gibt's nur Diebe und Vampire. Ich weiß es aber nicht, Leute. Es könnte auch gut sein. Aber dann keine Sonne. Und dann sehen wir auch so gut wie bei dem Spiel. Ich weiß ja nicht, ob wir dann noch was sehen. So, man kann die Einstellung dann auch höher machen. Naja, zuerst zeige ich euch, was dann es kann. Dann können wir entscheiden, ob Sonne oder ohne Sonne wir das machen. Was sagt, beide Entscheidungen sehen richtig Hammer aus. Leute, und jetzt heiraten wir und dann adoptieren wir ein Kind. Zwei Kinder. Ein Junge und ein Mädchen. Und die sind alle nach Himmelsland. Nach Weißdorf. Himmelsland sind wir ja. Ja, wer wollen das sehen? Naja. Hallo. Wo kommen diese Vampire her? Wir müssen sie ausrotten, bevor sie noch mehr Unheil anrichten. Ausrotten? Ernsthaft? Ich wollte mit sie kämpfen. Warum ausrotten? Die wollen alle die Vampire ausrotten, Leute. Naja, vielleicht rotten wir auch sogar die Vampire aus. Ich guck erstmal, was besser ist. Vampire oder... Vampirjäger, ich weiß ja nicht. Deswegen guckst du mal nachher, was ihr so schreibt. Es haben so ein paar Nachrichten geschrieben. Mara euch segnen. Wir können den Tempel heiraten. Ihr wollt euch trauen? Es ist schön, auch in diesen schwierigen Zeiten die zarte Pflanze der Liebe erblühen zu sehen. Eure Trauung wird morgen stattfinden. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Kommt nicht zu spät. Ihr wollt eure eigene Hochzeit. Aber natürlich. Ja, im Augenblick könnt ihr am besten mit Münzen. Danke. Ich verspreche euch, dass dann. Ja, wir können auch Geld spenden. Ach, Leute, ich weiß noch was noch war. Wie kann ich euch helfen, so mein Sohn? Ja, für mich ist erstmal nichts hier. Ich freue mich ja so für euch beide. Ja, danke, die sind alle für uns. Oh, wie wunderschön und so. Ja, Leute, was jetzt schrecklich aber ist, ich weiß einfach nicht. Warte mal, ich frage mal hier an die. Hier?
wir haben ja ein bisschen Zeit, es ist hier im Spiel erst Mitternacht. Wir können mal hier fragen, ob hier, weil wir sind auf Level 15, ich weiß auch nicht, weil ich müsste ein Dietra-Artefakt haben und das gibt es eigentlich nur. In Weißdorf habe ich ja gefragt, aber da hat die nur unsere andere Vorschläge gegeben, die wir erstmal nicht brauchen. Azura Stern geben wir auch weiterhin. Wir müssen hier. Wenn ihr Münzen dabei habt, seid ihr hier willkommen. Andernfalls solltet ihr gehen. Menno. Schaut doch mal. Hier sieht auch nichts hier. Meine Fertigkeit im Kampf ist unerreicht. Zu eurem Glück ist sie käuflich. Den machen wir so hier zu einer Klinge, Leute. Merken, ja. Den machen wir so eine Klinge. Schrecklich nur ist, ey. Wir finden. Naja, was gut ist, wir bekommen bei der Vampire Kräfte, also Bonus. Und was das was schrecklich ist. Ja. Weiß einfach nicht, was so. Naja, aber jetzt habe ich so viel gemacht, wir müssen um 6 Uhr dort sein. Sonnenuntergang um 6 Uhr ist ja Sonnenaufgang im Spiel. So, gehen wir jetzt dort mal hin. Ich hoffe, es funktioniert. Leute, dann seht ihr die Heiraten, Tor von Tor. Mal sehen, wie alles dort ist. Mehr noch nicht. Glückwunsch zu eurer Hochzeit. Ich glaube, unsere Gefährtin ist dort. Dann. Delfine und Esmal vielleicht, aber da bin ich mir nicht so sicher, ob die dort sind. Zu Besuch in Rüftern? Im Tempel von Mara sind alle willkommen. Das Kaiserreich. Hier wird das Kaiserreich regieren. Nicht wahr? Ich rate euch, dem Gerede der Gesichtsformerin in der zersplitterten Flasche kein Gehör zu schenken. Nach dem, was ich gehört habe, wäre Gesichtsmetzgerin wohl treffender. Alles können wir. Ah, toll. Ich warte mal nochmal 2 Stunden. Ist die Hochzeit. Ich weiß nicht, wann die Hochzeit immer ist, ey. Manchmal kann auch man sagen, man kommt zu spät und dann hat man richtig Auskarte, ey. Dann kann man nie wieder heiraten, Leute. Nie wieder. Oh, Mann. Glückwunsch zu eurer Hochzeit. Ja, dort schon pennt der Typ. Mara. Was? Götter und Kulte. Es gibt sogar sehr viele Aufgaben für von Mara. Ja, aber. Naja. Oh, wann kommt es denn mal? Ah, meine Güte. Mark hat müssen wir auch bei 3. Wenn wir auf Level 60 so sind oder so, also vor 60 Stufe sind, können wir nach Markart und dann können wir 2 Stufen nicht lernen. Also 2 Stufen Schmiedkunst können da lernen. Schwarzdorn. Was? Jetzt spielen wir immer pro Stunde hier. Und zack. Kommt eine Nachricht, das weiß ich nicht. Oh, dann geht's schon lange noch. Wollt ihr euch den ganzen Tag nur umsehen? Das, was ihr hier seht. Ja, cool. Verkauft ihr auch Sachen? Jo, bei ihr können wir auch unsere Sachen verkaufen. Jemand brauchen wir noch. Okay, ganz weiß das. Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold auf den Fall.
Noch eine Stunde. Ey Leute, ich dachte, das geht jetzt schnell. Zu Besuch in Riftern? Leute, ey. Ich glaube, ich mache das Let's Play, wenn wir bis wir alle Level, also alle Missionen geschafft haben. Ja, und das kann bis zu 1 Million Folgen kommen. Naja, es kommen auch noch verschiedene Staffeln und so. Er steht jetzt auf. Wer hat denn unsere Hochzeit gemacht, ey? Sie geht immer raus und rein. So wie wir. Ja, und das kann doch nicht sein, dass so lange dauert, ey. Sonnenauf bis Sonnenuntergang, ja. Und irgendwann muss es doch sein. Warte mal, letztes Mal war es sehr hart. Die Speiseröhre, dann warte ich, bis es nochmal Tag wird. Ich glaube, dann ist es auch schon zu spät. Die Speiseröhre. Weiß, wenn es unsere Hochzeit verpassen. Ja, dann müssen wir einen Tag warten, müssen wir nicht. So, vor allem unsere Frau, die wir bald heiraten. Erinnert mich auch an ein schönes Mädchen, das ich kenne. Naja, nicht ganz, aber... Naja. Die MS sieht schon aus. Jetzt irgendwie, weil dann können wir nachsehen. Ne, okay. Ist dann also doch um früh. Ja Leute, es ist fast schon 30 Minuten. Nächste Folge wollte ich die Vampire machen, ey. Und die erste Mission hier. Los. Und die Folge heißt dann Let's Play Skyrim 29. Thor heiratet. Gehst du deiner Hochzeit? Gehen wir jetzt, Leute. Also schaffen wir es doch noch. Und wir bekommen sogar Ringe dafür. Ich rede jetzt schnell, weil es ist fast schon die letzte Minute. Die Kinder zeige ich dann noch schnell noch nachher, also bei der nächsten Folge. Oh, wir bekommen doch noch mehr Besuch. Hier kommt der stolze Bräutigam. Lass Sultane? Die Zeremonie beginnen. Der? Maharaj, die der gesamten Schöpfung das Leben schenkte. Sie schwor über uns als Sie. Erst durch die Liebe, die sie uns entgegenbrachte, lernten wir einander zu lieben. Und durch diese Liebe lernen wir, dass ein einsames Leben überhaupt kein Leben ist. Wir haben uns unter Maras liebevollem Blick heute hier versammelt, um die Vereinigung zweier Seelen zu einer ewig währenden Gemeinschaft zu bezeugen. Mögen sie dieses wie auch das nächste Leben gemeinsam bereisen. In Wohlstand wie in Armut. Scheiße, Leute, ich glaube, das passt nicht mehr. Wie in schlechten Zeiten. Seid ihr bereit, durch das Band der Liebe vereint zu werden, jetzt und bis in alle Ewigkeit? Dann schließt das am nächsten Folge an. Will.
Für immer und ewig. Und unsere Entscheidung kommt dann bei der nächsten.